Das Thema Vertrauen ist natürlich in der jetzigen Phase eins der wichtigsten überhaupt. Und da sehen wir es bei Qatar Airways auch als ganz große Aufgabe, dieses Vertrauen auch wieder so herzustellen, dass Leute auch wieder sorgenfrei in einen Flieger steigen können. Weil machen wir uns nichts vor, die Leute möchten auch gerne wieder verreisen. Geschäftsreisende müssen verreisen. Die Leute, die in Urlaub fliegen möchten, wollen dies auch gerne wieder tun. Und Vertrauen ist da ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, wie wir natürlich alle gelernt haben. Und das ist A, natürlich Aufgabe der gesamten Branche. Es ist Aufgabe auch der einzelnen Regierungen. Hier müssen alle Partner zusammen mitarbeiten. Wir als Qatar Airways haben natürlich schon vieles gemacht und sind da auch ein Vorreiter gewesen, dass wir eben genau das wieder schaffen, das Vertrauen den Menschen geben zu können. Dazu gehören die Hygienemaßnahmen, bevor man auf den Flieger geht, aber auch im Flieger selber. Das ist der Mundschutz, das Face Shield, die entsprechenden Möglichkeiten zu desinfizieren. Wir weisen während des Fluges diverse Male darauf hin. Wir halten uns an entsprechende IATA- und WHO-Standards, was die Flugzeugreinigung angeht. Wir haben eine sehr intensive Kooperation natürlich mit unserem Heimatflughafen, dem Hamad International Airport, der es geschafft hat, auch in der Zeit viele neue Dinge zu implementieren. Ich gebe immer gerne dieses Beispiel des Roboters, der mit Ultraviolettstrahlen es schafft, zu gucken, wo muss denn demnächst mal wieder gesäubert oder desinfiziert werden, weil mehrere Leute auf einem Fleck gestanden haben oder auch das Gepäck, was reinkommt, was desinfiziert wird. Da haben wir uns die komplette Kette also angeguckt. Von der Buchung, die Leute möglichst von den Touchpoints fernzuhalten, Online-Check-in machen, die Dinge elektronisch abzuwickeln, im Flieger auseinanderzusetzen und. Diese ganze Kette ist die Basis dafür, dass die Leute auch wieder daran denken zu sagen, okay, unter diesen Umständen kann ich es mir auch vorstellen. Jetzt aber nochmal zu dem Thema, dass auch die Gesamtbranche sicherlich zusammenarbeiten muss. Wir glauben, man muss hier Hand in Hand gehen. Wir sind überzeugt hier bei Qatar Airways, dass man diese Krise auch nutzen sollte, um voneinander zu lernen, aufeinander zu hören, gucken, wo liegen die Schwierigkeiten, auch bei den Vertriebspartnern, vom Reiseveranstalter bis zum Reisebüro, alle, die mit dabei sind, unsere Flughäfenpartner und. Wir sehen es als äußerst wichtig, weiter im Dialog und Austausch zu stehen und zu lernen, wie können wir jetzt natürlich auch während der Krise, aber auch dann gerade auch für die Zeit nach der Krise aus dem, was jetzt passiert ist, zu lernen. Weil wir müssen es als Chance sehen. Wir wissen alle, dass die Zeit extrem kritisch ist. Für uns, für jeden Einzelnen in dieser Branche ist eine extrem kritische Zeit. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass man aus einer Krise auch was Positives rausziehen muss und daraus lernen sollte. Und dieses Lernen, denke ich, und da sind wir bei Qatar Airways überzeugt, das kann man am besten voneinander. Und da würden wir uns auch freuen, in Zukunft den Dialog, gerade auch im Vertrieb mit unseren Vertriebspartnern aufrechtzuerhalten. Konstruktiv, kritisches Feedback sehr gerne, davon kann man sehr gut lernen. Es macht uns besser, es macht die Branche besser und es macht am Ende auch, können wir dafür sorgen, dass die Grundlage des Reisens und das Vertrauen, was die Leute wieder aufbauen sollten, dass wir das wieder zurückgewinnen können, um hoffentlich den Leuten, die gerne wieder reisen müssen, auch die schönste Zeit des Jahres oder auch die Geschäftsreise, hoffentlich bald in dem Umfang wieder ermöglichen können, wie wir das gerne wollten.